Wir sind hier im Acker, im Acker in Ulm. Der Mann hat noch nie eine Anmoderation gemacht. Der muss jetzt lernen. Das macht nämlich ich bin noch Jungfrau in der Hinsicht. Okay, warte mal jetzt. Was machen wir? Wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Doch, wir müssen da lang. Also, wir müssen... Wir laufen jetzt zum Stadion. Es geht auf jeden Fall ab. Wir sind richtig hochmotiviert. Der Mann hier ist am Qualm. Und sonst, naja, sieht ein bisschen gammelig hier aus. Irgendwie so, keine Ahnung, wir sind im Nichts. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen belastend alles hier. Wenigstens habe ich heute geschlafen, aber deswegen nicht frisch vom Nachtdienst ausnahmsweise. Das wird unser dritter Vlog. Aller guten Dinge sind drei, das heißt, danach ist Kanal geschlossen. Da wird der neue gemacht. Wenn wir bis dahin nicht unsere 10.000 Abonnenten haben. Und dann drehe ich durch, dann drehe ich am Rad, Alter. Wir müssen damit Geld verdienen, ja? Ajo, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder im Stadion, ne? Ciao. We arrived, man. Wir sind am Aal angelangt. Ajo, wir laufen diesen gammeligen Feldweg lang. Leben ist hart, Mann. Also, auch, ich habe auch Kopfschmerzen. Brauchst du auch eine Kopfschmerzwerte von Ratio fahren? Das war der Moment, wo ich mir dachte, Digga, halt dein Maul. No placement. No placement, Digga. No placement. Jetzt geht's ab. Ratio Farm Ulm ist do. Wir sind do. Eimer Heidelberg. Ich weiß jetzt schon. Richtig. Ich weiß jetzt schon, dass ich später so fremd haben. Das heißt, fremd haben. Nee, nicht fremd. Doch. Ich schäme mich über mich selbst, wenn ich das Video später schneide. Wenn ich schon wieder die Aussage über die scheiß Kopfmesser bitte höre. Alle kriegen was an mich. Kann ich nur so unterstreichen. Der Breda war ein Klapphandy, Alter. Auf jeden Fall. Wir sind an der Arena angelangt. Hier ist ein dicker Basketball. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Was ist Ihr Statement dazu? Es ist sehr unangenehm, was hier passiert. Es ist sehr unangenehm. Es ist sehr, sehr unangenehm. So, wir sind am Stadion. Also gucken wir sind drinnen. Statement zur Sachlage. Das sind geile Plätze. Ja, der schwenkt gleich mal die Kamera für euch, aber zuerst mal würzen auf die 1. Alter. Auf die 1, Jungs. Würzen auf die 1. Heute ist der Sieg drinnen. Ja. Geil. Das ist voll niedrig. Digga. Zunächst begrüßen wir unsere Konzertmomente, die sind der Weltkommissar aus Only for Only Memories, Dennis Metz, Andreas Born. Belastend, Alter. Ich danke Ihnen, herzlich willkommen. Super. Und hier in der Mannschaft, unsere Gäste, die sind der Weltkommissar. Ein Wahl. Die Mehrheit ist Lukas Herzog, die drei, Tim Bormann, der Junge. Ja, das kannst du ausmachen. Are you serious right now, bro? Hey,
gefunden. Ja! Ja! Fazit, erstes Viertel, was sagst du? Wir haben den Spielstand 24-20. Es kommt mir wieder so vor wie oft beim Spiel, dass wir viel höher zurückliegen müssen. Oder? Oder bin ich das? Ja, nichts hinzuzufügen, oder? Ich bin einfach sprachlos. Ja, aber ganz ehrlich, den Kletteis. Unter Kontrolle bekommen, den Mann, ja? Real Talk aus dem Kortzeitstuhl an der Bande, ja? Den muss man in den Griff kriegen. Drei. Max. Drei. Hey, 30, 20 in den 10 Minuten. Sü! Ja, Junge! Heidelberg! Heidelberg! Rein! Mach ihn rein! Ah. Ja! Pass auf! Hacke! Fehler, ja! Die Sonnenarm fertig! War fertig! Das kannst du nicht sein, Mann! Dieser Big Mann! Ja! Vincent, machst du beide. Vincent, machst du beide. Das bedarf sehr gut. Wichtig, wichtig. Kurzes Zwischenfazit. Leben und leben lassen. Zwei für Heidelberg, das ist der Spielstand. Das ist es nämlich, gell? Das ist es. Ja, yeah, Akim! Woo, baby! Ja!
Hey man, what's poppin'? Jetzt chill, 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 8 Sekunden, Digga. Walla wieder, yalla. Akim! Ja! Auf geht's! Na, guck mal, der war gut, Digga, der Typ, Alter. Bester Mann. Sag gut. So, wir sind mittlerweile auf der Rückfahrt. Ich habe nicht mehr viel gefilmt, da die Niederlage doch sehr enttäuschend war. Wir hätten es gewinnen können, aber ja, hätte nicht sein sollen. Muss ich kurz halten wegen der Copyright-Musik. Wir filmen später noch was mit Niklas. Hoffe, das wird cool. Deswegen bis später. So, Ende vom Vlog. Wir haben noch Special Guest, Niklas Würzner. So, Stimmung 1 bis 10. Stimmung 1 bis 10, ist eine 7. An sich haben wir eigentlich gut gespielt, gut mitgehalten und da am Ende leider ging ein bisschen die Kraft aus. Ist natürlich jetzt bitter die Niederlage, aber ansonsten sind wir grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Spiel. Ja, gut, war halt bitter am Ende. Marvin, dein Statement. Mir geht's gut. Nicht so kameraaffin, oder? Wenn Würzner gespielt hätte, hätten wir gewonnen. Das kann man eigentlich so gut abrunden, das Statement, also ganz klar. So sieht's aus. Aber Unterstützung von den Fans war geil. So muss es auch sein. So muss es auch sein. Alter, in dem Sinne, hab ich Bock, das Ding morgen zu schneiden. Das wird richtig geil. Das wird richtig.